Kein Wunder, der Sänger fühlt sich im Bergdörfli so wohl wie an einem Klassentreffen. Lionel Richie singt sich für seinen großen Auftritt ein. Noch hört kaum einer zu, doch das wird sich heute Abend beim ausverkauften Zermatt Unplugged-Konzert ändern. Kaum verlässt der Superstar das Zelt, wird er auch schon von seinen Fans bestürmt und hat dabei überhaupt keine Berührungsängste. Hey guys. Hallo Leute, wie geht's? Das sind meine zukünftigen Fans. Auch im Dorf Zermatt selber kann sich der Superstar vor Schweizer Fans kaum retten. Doch etwas freut den Amerikaner Lionel Richie fast noch mehr. Die Luft ist so frisch. Was ich immer sage, wenn ich von Kalifornien weg bin, Luft, die ich nicht sehen kann, macht mich misstrauisch. Das ist schon fast zu frisch. Das ist echt zu frisch. Ja, das Matterhorn zeigt sich heute im schönsten Licht. Doch ausnahmsweise ruft nicht der Berg, sondern das Hotel Montservin Palace. Denn hier trifft Lionel Richie seinen Nachbarn aus Kalifornien, Billy Idol. Für ihn ist Zermatt Neuland. Es ist mein erstes Mal hier. Ich habe immer Geschichten gelesen von Leuten, die das Matterhorn besteigen. Engländer vor allem. Tja, so bin ich hier, um das zu würdigen. Die ehemalige ABBA-Sängerin lebt schon seit 14 Jahren hier in Zermatt. Und auch John Lord, Musiker der Band Deep Purple, hat hier ein Ferienhaus. Ich liebe diesen Ort schon seit eh und je. Und nun habe ich auch ein Ferienhaus hier. Er hat sich in mich verliebt. Ja, natürlich, aber das kam erst später. Doch neben Albernheiten gibt es auch ernste Gründe für die Stars hier zu leben. Ich war immer irgendwie ein Außenseiter und hier fühle ich mich am wohlsten. Es ist toll, hierher nach Zermatt nach Hause zu kommen. Ich habe auch versucht, in großen Städten zu leben, aber das passt mir nicht. Ich bin ein Naturmädchen. Auch Stargeigerin Vanessa May ist in Zermatt neu wohnhaft. Mit ihrem Freund ist sie vor einem Jahr hierher gezogen. Ich habe fast mein ganzes Leben in London gelebt. Das ist ein großer Wechsel. Aber ich habe zwei Hunde und es ist so gesund hier. Und der Flughafen ist auch in der Nähe. Wenn wir nach Hause kommen, sind wir im siebten Himmel. Im siebten Himmel scheint sich auch Lunik-Sängerin Yael zu fühlen. Kein Wunder, Superstar Lionel Richie hat sie bei Zermatt Unplugged singen gehört und macht ihr dafür große Komplimente. Ich will ihr jetzt sagen, wie wundervoll die Show war. Du warst wirklich umwerfend. Ich wünsche dir nur das Beste. Irrsinnig, ja. Nein, ich habe wirklich, fast einen Herzinfarkt gehabt. Nein, es ist wirklich mega schön. Ja, ich habe mich auch gefreut. Die größte Freude erleben sie aber alle gemeinsam beim Konzert von Lionel Richie. Denn der zieht das Publikum in Zermatt restlos in seinen Bann.